Luftwaffenstützpunkt Tel Nof bei Tel Aviv. Deutsche Soldaten beim Außencheck der Kampfdrohne Heron TP. Mit einer möglichen Flugzeit von 30 Stunden, über 400 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit und bis zu 2,7 Tonnen Nutzlast dient sie den Israelis als effektives Kampfmittel. Doch die ab September gelieferten 5 Modelle für die Bundeswehr werden keine Waffeneinrichtungen tragen. Grundsätzlich ist dieses unbemannte Luftfahrzeug bewaffnungsfähig und wurde so auch beschafft, ganz klar. Nur die Bewaffnungsfähigkeit wurde jetzt als Option nicht gezogen. Also das heißt, wir haben keine Waffe gekauft für das Gerät. Dementsprechend auch keine Ausbildung für die Besatzung und keine Beschaffung für den Einsatz. Wie schon das Vorgängermodell Heron 1 soll auch die neue Drohne nur der Aufklärung und Sicherung von Militäreinsätzen in Mali und Afghanistan dienen. Die Elektronik der Heron TP kann aus 20 Kilometern Entfernung ein Nummernschild erkennen. Über die mögliche Bewaffnung der Drohnen will die Bundesregierung später entscheiden. 12 deutsche Soldaten haben auf dem israelischen Luftwaffenstützpunkt ihre Ausbildung nun absolviert. Ab September sollen hier bis zu 5 Bundeswehrsoldaten fest stationiert und insgesamt 78 Mannschaften ausgebildet werden. Ein Novum in der deutsch-israelischen Zusammenarbeit. Bis zu 1 Milliarde Euro hat die Bundesregierung für das 9-jährige Drohnenprogramm bereitgestellt.